Ich kann es mir vorstellen. Die mag ich am liebsten. Hört sich nach einer besonderen Frau an. Du hättest vor einigen Sätzen schon aufhören können. Hört sich nach einer besonderen Frau an. Ich dachte mir, dass du das verstehen wirst. Du wirst sie mögen. Ich habe ein gutes Gefühl. Erleuchtende Pfade. Er bekundet sein Interesse daran, eine Frau wiederzusehen, die er früher kannte und die sich jetzt angeblich mit den Kindern der Dämmerungsstern in Todesfeuer niedergelassen haben soll. Yeah. Kennst du sie? About time we took a breather. My feet are blistered something fierce. Juhu, wird Zeit, dass wir eine Pause machen. Meine Füße sind schon mit Blasen übersät. Wir sind noch nicht mal losgelaufen. Sie legt stützend ihre Hände auf ihre Knie, lehnt sich nach vorne und tut einen tiefen Zug frischer Luft. Sie blickt dich stetig an, sie errötet ein wenig und gibt dir ein breites, freches Grinsen. Tell me what's on your mind. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Das ist im Augenblick erstmal alles. Du brauchst mich und ich werde immer in der Nähe sein. Yes, certainly. Seemann, Kura-Handwerker, Dämmerstern. Mal sehen, ob wir mit dir reden. May Aethys' light shine upon you. Der Hund winselt einmal leise und wedelt aufgeregt mit seinem Stummelschwanz. Den Hund streicheln. Der Hund schließt zufrieden die Augen, während du ihn kurz streichelst. Wuff. Kura Handwerkerin. Okay. Kannst du mir vielleicht was über Eddas Freundin sagen? Shouty, blessed child, you return to the flock. What news do you bring us from the High Priestess? Wir waren immer noch nicht weg. So, die gesegnetes Kind, du kehrst zur Erde zurück. Welche Neuigkeiten bringst du uns von der Hohen Priesterin? Don't get comfy, cause I ain't here to stay. I'm finally doing Gon's will, thanks to the Watcher. Wir waren immer noch nicht weg. Mach es dir nicht so gemütlich, ich werde mich nicht bleiben. Ich führe endlich Gons Willen aus, dank des Wächters. So I now see. Jetzt verstehe ich. Stirn uns und nimmt sich die Priesterin die Zeit, um eine goldene Kerze nach der anderen zu entzünden. Do you seek a blessing from the light? Ersuchst du den Segen durch das Licht? Wir sind auf der Suche nach jemandem, der vor Jahren einmal hierher gekommen ist. If it's a fellow missionary you seek, then you might talk with Nordegand at the temple in Nekataka. She's been around a while. Knows more of us than most anyone else. Wenn es einer deiner Missionarsfreunde ist, den du suchst, solltest du dich einmal mit Nordagant im Tempel in Nekataka unterhalten. Sie ist schon sehr lange hier und weiß mehr als alle anderen. Mir wurde gesagt, dass ich mit einem Ältesten der Dämmerungssterne namens Nordagant im Tempel von Gaun in Nekataka sprechen sollte. Okay. I'd be glad to. Hier ist der Markt. Rinkos Haus. Gehen wir erstmal direkt zum Gouverneur. Der Captain aus dem Dürrwald. Hast du vor, dich hier länger aufzuhalten? Was für ein Schlamassel. Wo kommst du denn her? Ja. What marvelous carvings. Was für wunderbare Schnitzereien. Oh, yes. This one is many centuries old. Blessed by Ngati herself. Magnificent. Na sehr, man merkt, wir sind nicht mehr im Dürrwald. Das hier wirkt alles recht eher ein bisschen so wie tropische Inseln. Also ein bisschen wie Karibik und so. Was ich eigentlich auch recht cool finde, auch der Baustil ist viel mehr danach. So, Wasser ist immer gut. Dann reden wir jetzt noch mit dem Gouverneur und dann werde ich wahrscheinlich demnächst wieder einen Cut machen müssen. Leider, ich bin schon eigentlich schon recht gehypt auf das Spiel. Hallo, Gouverneur. Kannst du aufhören, uns die Tür vor der Nase zu machen? Hallo Luisa. Nein, was passiert ist, grenzt es einem Wunder, dass wir keine Revolution am Hals haben. Eine lange und über alle Maßen hinaus detaillierte Liste laufender Kunden, angefangen bei örtlichen Verkäufern bis hin zu fahrenden Händlern. Ah, yes, there you are.
As governor and under the auspices of the Valian Trading Company, please allow me to officially welcome you to Port March. Ah, da bist du ja. Erlaube mir, dich als Gouverneur und unter der Schirmherrschaft der Valiarischen Handelsgesellschaft offiziell in Port Maya zu begrüßen. Er breitet seine Hände in einer verhaltenen Geste aus. I'd like to say the pleasure's all mine, but I try not to lie. Don't worry, I'm only here on account of him. Ich würde gerne sagen, dass das Vergnügen ist ganz meinerseits, aber das wäre gelogen. Keine Sorge, ich bin nur wegen ihm hier. Sie neigt den Kopf in deine Richtung. Of course. I see you've been as quick to involve yourself as ever. Natürlich, ich sehe, du mischst dich immer noch so gern ein wie eh und je. Clarios Ton ist höflich, aber als er sich von Xoti ab und zu dir wendet, wirkt sein Breites sicher ein wenig gezwungen. I'll ask my guards to find some feed for your animal. Ich schicke meine Wachen los nach Futter für dein Tier. Clario betrachtet deinen Begleiter misstrauisch und ignoriert ihn dann. Apologies for that little drama outside. These are confusing times and people often react poorly to uncertainty. Entschuldige das kleine Drama da draußen. Es sind verwirrende Zeiten und die Leute reagieren oft schlechter auf Ungewissheit. Between the storm, the pirates and the, well, certain strange events, we are all a little on edge. Mit dem Sturm, den Piraten und den, tja, gewissen merkwürdigen Ereignissen sind wir alle etwas angespannt. Ja, er breitet seine Hände entschuldigend aus. Merkwürdige Ereignisse? A few, well, quite a few people here in Port Marge claim to have seen a giant of some kind during the storm. Einige, sogar recht viele Leute hier in Port Marge behaupten, eine Art Riesen gesehen zu haben während des Sturms. Clario verzieht das Gesicht. Ja, das war Iotas. I would call it a flight of fancy, but unless something has tainted every well in the region, I do not think it can be ignored. But then, the Deadfire is a land full of such things. You must have heard the stories. Ich würde das ja eine Halluzination nennen, aber sofern nicht irgendetwas jeden Brunnen in der Gegend verseucht hat, kann ich es wohl kaum als solche abtun. Und im Todesfeuer soll es von solchen Dingen ja wimmeln. Du hast sicher die Geschichten gehört. Das war nicht nur ein einfacher Riese, das war Eotas. Der Gouverneur formt ein stummes A mit seinem Leben und blickt dich einen Moment lang durchdringend an. You'll find good company among the Dawnstars here in town. They have all manner of theories concerning the Behemoth. Du wirst unter den Dämmerungsstern hier in der Stadt gute Gesellschaft finden. Sie haben alle möglichen Theorien über den Behemoth. Er blättert beiläufig durch einige Papiere. Now, to the matter of your ship. You're stranded, are you? It was a rough landing by all reports. Jetzt zu deinem Schiff. Du bist auf Grund gelaufen, nicht wahr? Allen Berichten zufolge war es eine harte Landung. Unfortunately, our own ships are in no condition to sail. We've had dealings with the pirates ourselves. They've taken their share of supply ships. The storm saw to those berthed in the harbor. Leider sind unsere eigenen Schiffe nicht in einem seetauglichen Zustand. Wir mussten uns selbst um mit den Piraten herumschlagen. Sie haben einige unserer Versorgungsschiffe gekapert. Die Schiffe im Hafen hat der Sturm erledigt. All that said, I believe I may have a solution, provided you're willing to help me in turn. Aber dennoch kann ich dir vielleicht helfen, falls du bereit bist, mir auch zu helfen. Ich bin der Fürst von Ketnur. Wie wäre es, wenn du mir hilfst und ich schulde dir dafür etwas? Das könnte ich schon für dich tun. Ich bin eben erst hier angekommen. Ich helfe gern so gut ich kann. Verstehe, hier geht alles den Bach runter und ich soll den Tag retten. An irgendwelchen Kuhhandeln bin ich nicht interessiert. Was konnte ich denn schon für dich tun? Ich bin eben erst hier angekommen. Indeed. Which means I can spare you, whereas I cannot spare the guards. Na, danke. Ich finde übrigens die Schattenwerfung in dem Teil richtig geil. Die Laterne von Xoti wirft schöne Lichter. Und das sieht man auch richtig. In der Tat, was bedeutet, dass ich auf die verzichten kann, aber nicht auf die Wachen, ja, danke. I have the guards on the lookout for pirate vessels, looking to take advantage of whatever damage the storm caused. We've cannons enough to see them off, but I need every man ready to use them. Ich habe Wachen, die nach Piratenschiffen Ausschau halten, die vom Sturm verursachten Schäden ausnutzen wollen. Wir haben genug Kanonen, um sie abzuwehren, aber ich brauche jeden Mann, um sie abzufeuern. There is a site of some considerable value elsewhere on the island. A value to the trading company, you understand. In point of fact, it's the very reason any of us are here. Anderswo auf der Insel gibt es einen Ort, der sehr wertvoll ist. Wertvoll für die Handelsgesellschaft, du verstehst. Tatsächlich sind wir nur deswegen hier. Familiar with the luminous Adra trade?
Kennst du den Handel mit leuchtendem Adra? Ich weiß, dass leuchtendes Adra im Todesfeuer vorkommt. Ich bin ein Wächter, ich hatte bereits mit Adra zu tun. Ich weiß ein wenig über Adra. Was ist leuchtendes Adra? It's also quite valuable. When refined, it sells for considerable sums. The trading company has invested a lot of time and money into locating sites suitable for mining and processing. Es ist außerdem auch ziemlich wertvoll. In veredelter Form lässt es sich teuer verkaufen. Die Handelsgesellschaft hat viel Zeit und Geld investiert, um Standorte zu finden, die für den Abbau und die Verarbeitung geeignet sind. Wie wertvoll. Valuable enough to make sailing across the world seem like a sound investment. Wertvoll genug, um es unwert zu machen, dafür um die Welt zu segeln. And I hope you understand that these matters require some discretion. Have one such outpost on the other side of the island. A successful venture up until very recently. Wir, und ich hoffe, du verstehst, dass diese Angelegenheit diskret behandelt werden muss, haben einen solchen Außenposten auf der anderen Seite der Insel. Bis vor kurzem ein sehr erträgliches Geschäft. We sought to improve the refinement process. To that end, we hired some of the brightest minds in the field of animancy and brought them out here to lend their expertise. Wir haben versucht, den Veredelungsprozess zu verbessern. Dafür haben wir die hellsten Köpfe auf dem Gebiet der Beseelung angehört und hergebracht, damit sie ihre Expertise einsetzen können. And then one evening, a storm rolls in out of nowhere, and my scouts begin to report that a giant has marched its way across the island towards my dig site. What am I to make of that? Und dann eines Abends braut sich ein Sturm aus dem Nichts auf und meine Speer melden, dass ein Riese über die Insel marschiert ist, direkt auf meine Ausgrabungsstätte zu. Was soll ich davon We halten? Haven't heard from Mestre Odorisi since, nor any of his assistants or the workers. I must know what has happened. If Odorisi, if his work is lost, then everything that we have worked for is at risk. Seitdem haben wir nichts mehr von Mestre Odorisi gehört und auch nicht von seinen Assistenten oder den Arbeitern. Ich muss wissen, was passiert ist, wenn Odorisi, wenn seine Arbeit verloren ist, gefährdet das alles, wofür wir hier gearbeitet haben. Which is where you come in. You need a ship? I need information. See to this for me, and I'll set half the town to work. We'll patch up your ship, and you'll be free to go on your way. Da kommst du ins Spiel. Du brauchst ein Schiff, ich brauche Informationen. Erledige das für mich und ich werde die halbe Stadt für dich arbeiten lassen. Wir ficken dein Schiff zusammen und du kannst dich wieder auf den Weg machen. Und wenn ich Odorisi finde? Why, take his report on the situation and remind him that he's under certain contractual obligations. And relay my deep relief at his good health, of course. Dann lass dir von ihm Bericht über die Situation erstatten und erinnere ihn daran, dass er gewisse vertragliche Verpflichtungen hat. Und sag ihm natürlich auch, wie erleichtert ich bin, dass es ihm gut geht. Hast du eine Idee, was passiert sein könnte? I told you what happened, but you wouldn't listen to me. We could have prepared for this level of destruction. But what do I know? I'm just a priestess with prophetic dreams. Ich habe dir gesagt, was passiert ist, aber du wolltest ja nicht hören. Wir hätten uns auf diese Vernichtung vorbereiten können. Aber was weiß ich schon? Ich bin nur eine Priesterin mit prophetischen Träumen. Klarios Kiefernmuskeln spannen sich an. Davon abgesehen ignoriert er Xortis Tirade. The Hoana storm speakers should have kept the worst of the weather at bay. I can't imagine what else might have happened. There are wild beasts on the island, but they wouldn't have attacked an active dig site. Die Sturmsprecher der Hoana hätten das schlimmste Unwetter abhalten sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, was sonst noch hätte passieren können. Auf der Insel gibt es viele Bestien, aber hätten sie eine aktive Ausgrabung nicht angegriffen. Eotas ist da draußen und macht die Insel unsicher und du machst dir Sorgen wegen irgendeiner Forschung? If Eotis happens to strike down the council, perhaps then I will have time to spare for him. Oh, leidenschaftlich habe ich gekriegt. Nur wenn Eotas den Rat angreifen würde, hätte ich vielleicht Zeit für ihn. Clario atmet mal scharf aus, offensichtlich irritiert von seinem eigenen Ausbruch. So, dieses Augenfunkeln im Bus hat ihm Vergnügen und dadurch habe ich leidenschaftlich gekriegt, hä? Do not, please do not repeat that. We each have our debts. Ha, du solltest nicht, bitte wiederhole das nicht. Wir alle haben unsere Schulden. Whatever you believe is going on, you can see it for yourself.
That is precisely what I want. Was immer du glaubst, was hier vorgeht, du kannst es dir ansehen. Genau das möchte ich ja. Na gut, das schaffe ich. Then we are agreed. I will assign men to keep watch over your ship. You will find the dig site on the eastern side of the island. I'll mark it on your map here. Geladen, dann haben wir eine Abmachung. Ich werde Männer aufstellen, die dein Schiff bewachen. Du wirst die Ausgrabung im Osten der Insel finden. Hier, ich zeichne sie auf deiner Karte ein. You'll do it for the Watcher, but not for me? I see how it is. Du tust es für den Wächter, aber nicht für mich. Verstehe, mit einem verärgerten Lauf verschränkt sie die Arme vor der Brust. Yes! Why wouldn't I want a pack of Dawnstars crawling over my Adramine in search of their lost deity? Ja, was könnte mir auch Besseres passieren, als eine Horde Dämmerungssterne in meiner Adramine nach ihrem verlorenen Gott sucht? Clario wirft zu dir einen kurzen säuerlichen Blick zu. One more thing. If you should recover Odorisi's notes, know that they would be of great value to me. Eine Sache noch, du solltest wissen, dass es mir viel wert wäre, wenn du Odressis Notizen finden könntest. So. Oh, Level Up. Was stand da jetzt gerade noch? Achso, das war diese Liste da, ja. Gut. Ich speichere jetzt hier allerdings, weil wir sind schon weit über unserem Soll. Warum ist das jetzt so komisch? Warum ist Hagrim jetzt zweimal hier drin? Also LP001 ist das jetzt erstmal. Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut und ich gucke mal, was mit den Quicksa- dem Speicherständen los ist. Also, bis gleich.